Der Lärm von Düsentriebwerken ist zwischen den Bergen verhallt. Eine Jagdkarawane zieht vorbei. Jahrhunderte begegnen sich am Oberlauf des Indus im Westhimalaya. In den Wintermonaten ist Ladakh, das ehemalige Königreich unter dem Dach der Welt, nur mit dem Flugzeug erreichbar. Wer den Sprung mit dem Flugzeug über den Himalaya wagt und die eisige Kälte nicht scheut, der erlebt ein Wintermärchen. Der Bazar von Leh, der Hauptstadt Ladakhs. Seit dem Zweiten Weltkrieg kommen hier keine Karawanen aus Tibet, China oder Xinjiang mehr an. Dafür kommen Touristen aus dem Westen. Vor 10 Jahren wusste nur eine Handvoll von Himalaya-Experten, wo Leh liegt. Letztes Jahr, zwischen Juni und Oktober, durchstreiften mehr als 10.000 Touristen auf der Suche nach Souvenirs diesen Bazar. In den vergangenen Wintermonaten waren es trotz der Flugverbindung nicht einmal 100 Besucher aus dem Westen. Die meisten kamen aus Interesse an der Landeskultur. Die winterliche Erholungspause vom Fremdenverkehr tut dem Land gut. Sie ist eine natürliche Therapie gegen den Import von Zivilisationskrankheiten. Das Leben auf dem Bazar geht wieder seinen gewohnten Gang. Den Platz der Antiquitäten- und Souvenirverkäufer haben Ladakhi-Händler mit ihrem traditionellen Winterangebot eingenommen. Warme Wäsche, Kocher, Butter für den Buttertee, getrocknete Aprikosen und Gewürze sind nun die Hauptartikel. Früher mussten Karawanen, die den Heimweg nicht rechtzeitig antraten, in Leh überwintern. In dem Sammellager vermischten sich Angehörige aller Völker und Rassen Zentralasiens. Mit den Tibetern sind die Ladakhis am engsten verwandt. Von den Bewohnern Ladakhs schwärmte vor mehr als 100 Jahren der Engländer Drew, einer der ersten Europäer, der längere Zeit in Ladakh verbrachte. Die Ladakhis sind eins der abgehärtetsten Völker. Trotz des harten, extrem kalten Klimas und ihres äußerst knappen Auskommens haben sie die beste Gemütsart. Sie sind fröhlich, bereitwillig, immer gut gelaunt und stets zum Scherzen aufgelegt. Den Indern erscheint die völlige Freiheit der Frauen in Ladakh unbegreiflich.